Aber was hat sie gesagt, was dich jetzt so aufgeregt hat? Nein, gar nicht sie. Aber guck mal, mein Nerd, ne, zum Beispiel. In so einer Situation, wo gerade deine Beauty was mit einer klärt, mit der sie die ganze Zeit nichts geklärt hat. Was macht mein Nerd? Aber du hast ohne Witz, ich hab echt mit Kim darüber Witze gemacht, dass sie unsere Lakaien sind. Ja, du lerne manchmal, Mund zu halten. Alles gut, du hast recht, Linda, ja. Sorry. Aber das macht er immer. Das macht er immer. Ich glaube, er meint das nicht böse. Ja, ich finde schon, dass Linda einfach ein bisschen zu hart zu Pierre war. Vor allem, du hast dann auch quasi deinen eigenen Beauty, der gegen dich schießt. Ich rede gerade und ich habe sogar recht. Was macht er? Sagt etwas, damit er bei Kim gut dasteht. Nein. Bei Gott. Hat er echt gemacht? Ja. Kim versteht gewisse Sachen einfach nicht, die ein Mann machen muss, wenn die Frau Not ist oder nicht gut geht. Mein Teampartner in diesem Augenblick ist auf meiner Seite. Spielt keine Rolle. Genau. Bin immer auf deiner Seite. Das finde ich überhaupt nicht okay. Das macht man nicht. Halte zu deiner Frau. Nur so seid ihr ein perfektes Team. Also perfekt, perfekt, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Ihr seid perfekt. Sie sind so aber gut. Aber es kommt gerade ins Zerrütteln, weil du es zulässt, dass sie irgendjemand dir was in die Ohren erzählt. Das ist eine wichtige Eigenschaft. Und deswegen wir haben mich immer schlecht machst vor anderen Leuten, Linda, es tut mir leid. Im Endeffekt ist Linda meine Partnerin hier drin. Und wer mich im Privaten kennt, der weiß, dass meine Partnerin für mich wie meine Familie ist. Also wie despektierlich ist das? Also sowas Emotionales hinzulegen, was ja wirklich ein Triggerpunkt in meinem Leben ist und was mich geprägt hat, und das zu nutzen. Ich weiß es nicht, ich, sorry. Natürlich, die Geschichte, die Kim mir erzählt hat von ihren Eltern, ist natürlich heftig und es tat mir übel leid. Aber alles, was danach passiert ist, das ist einfach unnötig. Beruhig dich mal, mach dich fresh und dann können wir gleich runter. Ja. Pack dir dein Mädchen jetzt und ich werde dir versprechen, ich werde mich gegen Kim von meiner Seite aus neutral verhalten. Einfach, weil ich dich respektiere. Sollte es ein Vote geben, ist meine Stimme bei Ich höre dir gerade gar nicht zu, weil ich weiß, dass das, was du sagen würdest, mich sowieso verletzt. Okay. Aber das ist ja das, was mir so weh tut. Weil wir eben so eine starke Bindung haben und auch deswegen auch so ein starkes Team sind. Es wäre letzten Endes egal, mit wem er sich verbunden hätte. Diese Stärke von Team hätte es nur in Verbindung mit uns beiden geben können. Und ich gehe. Nein. Doch, jetzt hör dir das bitte an. Nee, bei Pierre, hier geht es nicht um dich. Es geht genau um mich, es geht um dich und ich möchte dir... Nee, ich möchte es aber gerade nicht hören. Okay. Dass er das aber so mit Füßen tritt, tut mir weh. Und ich sage ihm das aber auch ständig und es kommt nicht an. Das ist scheiße, aber es kriegt jetzt Kim auch noch alles mit. Ja, ist in Ordnung. Ist okay. Drama, Baby. Drama, Baby. Geil. Ein Clip reicht dir nicht? Hier auf Join gibt es die ganze Folge kostenlos für dich. Keine Lust mehr, was von uns zu verpassen? Dann kannst du hier ganz easy unseren Kanal abonnieren. In der Villa wird gefeiert. Du hast Lust auf mehr? Dann schau dir hier ein weiteres Video von uns an.